Servus und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 mit mir, dem Eagle. Ja, im letzten Part haben wir noch mit Carrie Eurydyne eine Mission gemacht. Wir haben hier eine schöne Yacht abgefackelt und so weiter. Und ja, eigentlich neigt sich das Ganze jetzt doch ziemlich dem Ende zu hier. Also, diesmal wirklich, weil mir fällt beim besten Willen eigentlich bis auf die Mission mit den Ass-Cracks eigentlich keine Mission mehr ein, die wir da in irgendeiner Form haben könnten. Töte mich nicht! Macht sie kalt! Was denn, wo denn, wer denn? Oh nein! Gott verdammt! Ihr seid ja putzig. Vollidioten. Konnten wir die Zivilistin jetzt retten? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Naja, gut. Oh. Hey, wie? Blue Moon von den Ass-Cracks hier. Wusste ich's doch. Weißt schon, die Band. Hallo? Ganz Night City kennt euch. Was gibt's? Ich hab ein Problem. Du hast mich also nicht angerufen, weil ich in der Band bin? Scherz. Was kann ich für dich tun? Es geht um einen Fan. Einen sehr abgedrehten. Ich hab Morddrohungen bekommen. Echt viele. Alle direkt an meine Privatadresse. Und ich werde verfolgt. Ich will nicht abwarten, bis was passiert. Wir müssen ihn finden und uns um ihn kümmern. Ich weiß nicht, wie viel du für sowas verlangst, wie. Aber ich zahle jeden Preis. Glaub mir. Okay. Woher weißt du, dass die Drohung wirklich ernst gemeint ist und nicht irgendein dummer Witz? Wie? Der letzte Brief enthielt eine Bombe. Security hat sie natürlich vorher abgefangen, aber... Du verstehst. Mhm. Da meint es jemand verdammt ernst. Okay. Dieser Fan. Weißt du irgendwas über ihn? Nur, dass die Drohungen mit GC unterschrieben sind. Hm. Nicht besonders hilfreich. Aber immerhin. Was war das? Können deine Bandmitglieder nichts dagegen tun? Ihr wirkt, als könntet ihr ganz gut auf euch aufpassen. Wie? Ich weiß noch nicht mal, wie der Typ aussieht. Wir müssen ihn auf frischer Tat ertappen. Aber still und leise. Was uns angeht, du hast es selber gesagt. Die ganze Stadt kennt uns. Klar helfe ich dir. Yay! Carrie hatte recht. Du bist echt cool. Also, ich habe einen Plan. Ich gehe beim Kabuki Roundabout spazieren. Du hältst dich bedeckt und schaust dich um. Wenn du was Verdächtiges siehst, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dass es der richtige Typ ist. Ich weiß, was zu tun ist. Nein, nein, warte, wir können ihn nicht einfach umbringen. Das wäre eine echt schlechte Publicity für die Band. Wir wollen ihm nur Angst machen. Na gut, ganz wie du willst. Super, geh einfach nach Kabuki und setz dich auf eine Bank. Ich komme dann zu dir. Wusste ich's doch, dass wir noch so eine Mission haben. Ach, schön. Habe ich mich doch noch richtig erinnert. Die hat voll das süße Symbol, wenn sie einen anruft. Was auch immer das ist. Dieser Fuchs. Der ist voll putzig. So. Was macht... Ach du liebe Zeit. Was macht mein Handy gerade? Es hat gerade vibriert. Während ich die Schnellreise benutze, schaue ich da kurz mal... Oh, Mann! Scheiß Autos! Nein, nein! So, hier. Irgendwas habe ich versaut. Irgendwas habe ich versaut. Moment. Hier muss man doch rauf, oder? Auch nicht. Ach Mann! So. Jetzt, oder?
Das muss jetzt aber gehen. Mann, 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 Mann. Jetzt hat. Oder? Ah, immer noch nicht. Herrgott! So. Was haben wir jetzt hier? Ach, da! Oder? Ernsthaft? Gut, fahren wir zum Markt hoch. Gut, perfekt. Probier's noch heute. So, Moment. Ach Gott. Ist immer das Gleiche. Es passiert immer während der Aufnahme. Ich bin begeistert. So, ich muss zurück auf meinen Timer, damit ich Bescheid weiß. Okay, wunderbar. Perfekt. So, gut. 40 Meter. 40 Meter. Da. Da. Alter. So. Gut, dann ab dafür, Kabuki-Markt. Wer auch immer das ist, wir müssen demjenigen Angst machen. Das können wir, glaube ich, ganz gut. Wir sind ganz gut im Einschüchtern. Und ansonsten knipsen wir ihn halt das Licht aus. Das geht auch. Das gibt's doch nicht. Schon wieder miep, miep. Aber ich ganz ausmachen will ich den Ton bei meinem Handy dann auch wieder nicht, weil ich manchmal dann doch wichtige Sachen verpasse. So, da bin ich jetzt nochmal. Ja, jetzt gerade eben ist mir das Spiel abgeschmiert. Super. Toll. Also, immer wieder schön. Passiert mir in letzter Zeit öfter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Haben die wieder irgendein scheiß Update reingehauen, das wieder alles versaut. Es ist ein Graus. Ja, gut. Egal. Müssen wir nochmal. Also, ich habe jetzt gerade eben nochmal den letzten Spielstand geladen, deswegen, weil das geht gar nicht, Alter. In letzter Zeit kackt er das Spiel einfach immer wieder mal ab. Zack, und da ist er... Oh, tut uns leid, Cyberpunk ist abgekratzt. Ja, super. Danke auch. Ihr seid sehr, sehr nett. Es ist... Also, naja, das Spiel ist jetzt wie lang draußen? 2,5 Jahre oder was? Und ist halt immer noch buglastig as fuck in einigen Punkten. Und dauernd absturzgefährdet und so weiter. Egal. Genug geschimpft. Wir gehen jetzt mal zum Treffpunkt. Lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur zu diesem blöden Kabuki-Markt, Alter. Mann, 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 Mann. So. Wir setzen uns da mal hin. Ganz unauffällig. Ich muss natürlich den Timer noch drücken. So. So. Oh, sehr unauffällig. Da, super. Okay, hör zu. Ich stehe gleich auf und laufe ein bisschen rum. Sobald ich dich anrufe, folgst du mir. Aber nicht zu nahe, okay? Sonst merkt mein Stalker, was Sache ist. Halte die Augen offen. Achte auf verdächtiges Verhalten, wie wenn jemand mich beobachtet oder mir nachspioniert oder sowas. Verstanden. Okay. Mal los. Red Menace behält oben auch ein Auge auf mich. Drück mir die Daumen. Mhm. Na schön. Gut, dann stimmen wir auf. Scannen wir erst einmal alles ab. Also ganz ehrlich, die ist doch verdächtig wie Sau. Mal. Ich bilde mir nämlich so ein bisschen ein, dass die... Obwohl. Das ist doch verdächtig wie Sau, so wie die guckt.
Mädel. So wie die guckt. Ich habe doch da gerade was gehört. So ein Klacken. Ich kann es halt leider noch nicht beweisen. Überhaupt nicht verdächtig. Ich starte dir mal die Optik neu, damit du keinen Scheiß machst. Oh, das juckt die gar nicht. Du machst Scheiße. Wie cool. Sam, nee, ich, cheese. Danke. Netter Spitzname, Green Cloud. Danke. Kurz GC. So unterschreibst du deine Briefe, nicht wahr? Scheiße. Ich sehe den Stalker. Bleib, wo du bist. Okay. Vorsichtig. Bring niemanden um. Bitte. Nee, nee. Soll mich das jetzt beeindrucken, oder was? Sag Bescheid, wenn die Luft rein ist, okay? Mann, kann ich dich nicht einfach... Hörst du jetzt mal auf mit dem Mist? So, was soll der Scheiß? Blue Moon, ich hab sie. Hast du sie gesagt? Damit habe ich nicht gerechnet. Bin unterwegs zu dir. Wow, das war jetzt eine sehr seltsame Mission. Hm? Hast du dir anders vorgestellt, du blöde Ische? Ja, was ist mit euch? Ah, euch juckt das nicht. Green Cloud. So, so. Woher wusstest du, dass sie es war? Hat sich komisch verhalten. Hatte eine Waffe und Bilder von dir dabei. Aber mit den Augen rausgeschnitten. Ziemlich eindeutige Beweise, oder nicht? Nichts zu danken. Hab nur meine Arbeit gemacht. Ein Mädchen wie sie. Das hätte ich nie erwartet. Was machen wir jetzt? Warte, bis die Bullen da sind. Aber was ist, wenn sie freigelassen wird? Oder flieht? Dann rufst du mich wieder an. Ja. Ja, du hast recht. Danke. Für alles. Ich überweise dir die Eddies ganz bald. Versprochen. Gönn dir einen Drink. Das entspannt die Nerven. Bis dann, Blue Moon. Na gut. Und? Fühlst du dich besser? Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du bist super. Danke für das Lob. Fühlst du dich besser? Ich wusste, auf dich ist... Ja, ja, ist okay. Gut. Das war's also auch mit der Mission. Eieiei, also das war ja jetzt wieder so ganz komisch. So, aber ich würde jetzt echt sagen, wir bringen das Ganze jetzt mal langsam, aber sicher zum Abschluss. Lass mich nur kurz eine Sache schauen. Ah, hier ist ein Waffenhändler in der Nähe, da wollte ich nochmal kurz hin. Waffenhändler. Kann man da irgendwo rein? Geht das hier? Ich will doch da nur reingehen. Na, so, jetzt halt. Ich brauche neue Waffen. Und zwar anständige. Na doch, tob dich aus.
Ja, ist okay, Alter. Der Grafik-Glitch gerade. Oh, was haben wir hier? Eine Nova. Okay, 2 Angriffe pro Sekunde. Ja, nee. Ein leichtes Power-Maschinengewehr. Wie viel kostet der Spaß? 64.000, Alter. Aber trotzdem, geil. Ich mag Maschinengewehre. So. Maschinengewehre sind geil. Ansonsten, was haben wir hier? Das hier, Countermaß. Dann irgendwo noch hier legendäre Upgrade-Komponenten. Nicht legendär, epische Upgrade-Komponenten. Nehmen wir alles mit. Wie gesagt, wir brauchen die Kohle ja eh nicht mehr. Und dann kümmere ich mich da jetzt gleich mal drum, dass wir jetzt alles so weit machen, wie wir es irgendwie brauchen hier. So, Schema. Schema brauchen wir nicht. So. Hier haben wir Muni. Okay, da haben wir das Maximum erreicht. Okay, gut, alles soweit verständlich. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nahkampfwaffen hat er nichts Gescheites da, ne? Nahkampfwaffen, da können wir hier mal diese Dinger verticken. So. Okay. Ich glaube, da gibt es sonst nicht mehr viel zu holen. Gut. Und schon ist die Kohle wieder weg. Eieiei. Wenn wir jetzt schon mal beim Markt sind, was haben wir hier noch? Ah, für Netrunner. Hier gibt es was zum Essen. Hier gibt es noch einen Ripper Dog. Nee, das war's eigentlich. Wir können dann jetzt wirklich aufs Maximum gehen. Ich würde nochmal kurz gucken wegen Kleidung. Ob es hier irgendwo noch... Hier gibt es noch einen Klamottenhändler. Den möchte ich jetzt gerade nochmal aufsuchen. Wäre mir jetzt dann doch relativ lieb. Ich will jetzt hier nicht behelligt werden, deswegen mache ich mich mal rasch unsichtbar. So, da war der Händler. Da, ja, keine Ahnung. Mal von mir aus so. Ist jetzt zwar nicht so weit, aber trotzdem, komm. Gönnen wir uns mal eine Schnellreise. Ab dafür. So. Meter. Ach man! Ich muss natürlich wieder den vorgezeichneten Weg nehmen, anders geht's ja wieder nicht. Hoch die Treppe, jawohl. Panam! Aha. Gut. Schön. Panam schreibt jetzt gerade nichts. Oh, danke. Eddie ist unterwegs. Sehr schön. Danke. Ich mag die Knete. Nehme ich gerne mit. Na? Mein nachladender Rollstuhlfahrer. Hast du hier schicke Sachen? Wenn du mit schick Secondhand-Klamotten meinst, dann klar. Aha, du hast in erster Linie Secondhand-Zeug. Warte mal, warte mal. Wir müssen ja nicht alles auf legendär haben. Was ist das hier? Kabuto, stabilen Plastik, Amarit, Komposit, Kompost. Nee, irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gibt es ja noch irgendwie einen Klamottenladen? Ich will nur einmal alles kurz durchgehen hier. Ah, hier gibt es noch einen. Okay. Gehen wir da als nächstes hin. Ich möchte einfach nur, dass wir noch alles nochmal abgecheckt haben, ob es hier noch irgendwo legendäre Klamotten gibt, weil ansonsten rüste ich mich mit epischen aus. Und natürlich in einer Art und Weise, dass es nach was aussieht. Ja, also bis jetzt sind wir teilweise rumgelaufen, als wäre Karneval. Aber für die letzte Mission dann darf es dann schon mal modisch sein.
Also ich meine, gut, obwohl... Mittlerweile geht's eigentlich. Unser Outfit ist okay. Es ist tatsächlich nicht das Optimale, aber es geht. Es geht. So. Mal schauen. 90 Meter, 80 Meter. Und ab dafür. Lass mich rein. Allusion. Ich suche ein paar nice Klamotten. Nichts Billiges. Ich finde ganz schnell was Schickes für dich. Okay, das ist ein etwas teurerer Laden hier. Ah, okay, aber die haben auch alle kein legendäres Zeug. Verstehe, okay. Ja gut, andererseits, wir haben eigentlich schon das ganze legendäre Zeug. Was haben die hier? Ja, nicht nach Qualität, nach... Kann man das nach... Ah, nee, nach Panzerungswert kann man es auch nicht sortieren. Warte mal. Was wir nicht im Kleiderschrank haben. BH natürlich. Ach du liebe Zeit. Okay, okay, jetzt. Moment. Schauen wir gerade mal kurz beim Inventar. Was haben wir denn für Klamotten? So, wir haben ja diesen tollen Helm, der aber gar nicht unbedingt das Beste bietet, von dem, was geht. Wir haben hier so einen hübschen Hut. Hijab aus Taktikgewebe. Geiler Hut. Okay, soweit so viel dazu. Was haben wir hier? Die titanverstärkte Gasmaske. Was war das? Ah, das war Chemieresistenz, ne? Was gäbe es hier noch? Eine Taktikschutzbrille. Ich finde aber eigentlich, die Gasmaske ist ziemlich cool. Ja, ich glaube, bei der bleiben wir auch. Für den Oberkörper. Was haben wir hier? Das ist das Wickeltop. Ach so, ja, richtig. Da können wir aber auch was anderes theoretisch nehmen. Was haben wir hier? Ausgedienter Trenchcoat. Fliegerjacke mit Schutzbeschichtung. Taktische Grenzschutzweste. Interessant. Das sieht alles ganz gut aus. Was ist das hier? So ein Blazer. Das, nee, das passt irgendwie nicht. Was ist das hier? Davids Jacke. Nee. Von den Panzerungswerten her ist die zwar am besten, aber... Verringerung der Nachladezeit beim Blocken von Nahkampfangriffen, okay. Was ist das hier? Lady in White Bleistiftkleid. Ach, das hat doch Stil. Das ist zwar nicht der allerbeste Panzerungswert. Was ist das hier? Tiger Claws Harnisch. Zeit. Nee, 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 nee. Was ist das hier? Achso, das ist das Rocker Wickeltop. Nee, da hat das Bleistiftkleid tatsächlich einen besseren Ding. Blazer, blablablub. Na gut, nehmen wir mal das Bleistiftkleid. So. Das passt ja gar nicht. Die Schuhe passen gar nicht dazu. Ja, ist das Problem. Ich wüsste auch nicht, was für Schuhe jetzt zu diesem Kleid passen. Damit fängt es ja schon an. Nee, ein Kleid ist auch jetzt... Das ist doch hinderlich beim Leute umbringen. Was ist denn das? Cut-out-Bodysuit. Achso, haben wir noch die Hose hier. Das sieht ja blöd aus. Was haben wir hier? Die Militärfliegerjacke mit Schutzbeschichtung. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Wir haben die taktische Grenzschutzweste. Interessanterweise ist die Trauma-Team-Jacke tatsächlich... Die hat zwar weniger Panzerungswert. Ich kapiere das auch immer noch nicht so ganz mit den Panzerungswerten. Also ich habe jetzt doch ziemlich viele Stunden in das Spiel rein investiert, aber sowas kenne ich dann immer noch nicht. Ja, keine Ahnung. Das passt eigentlich. Die Fliegerjacke sieht halt irgendwie so ein bisschen profan aus, aber andererseits, komm. Lassen wir mal die Fliegerjacke an. Was haben wir hier für... die Hose war ziemlich geil, ne? Ja, ja, Immunität gegen Stromschläge. Das ist schon okay. Ja gut, dann sehen wir halt ein bisschen profan aus, aber das ist ja egal. Den Helm wieder aufsetzt? Nee. Oder was haben wir hier? Taktischer Helm. Veteranenhelm. Das ist alles irgendwie nicht so krass, aber die legendären Sachen kann man halt auch wirklich maximal upgraden, ne? Vor allem kann man hier Mods reinpacken.
Schuhe. Ja, Schuhe. Mehr geht jetzt da eigentlich nicht. Was ist das hier? Klassische Stahlkappen-Kampfstiefel. Was sieht jetzt da besser aus? Eigentlich kein so großer Unterschied, oder? Naja, gut, die haben jetzt hier noch so Klingen. Die haben noch so Klingen vorne dran, okay. Das ist interessant. Was gäbe es hier outfitmäßig? Der Arasaka-Schutzanzug. Ach so. Keine Ahnung. Nee, das sieht ja scheiße aus. Ach so. So muss das. Ja gut, nee, da lassen wir das eigentlich so. Ich meine, mit der Jacke bin ich noch nicht ganz glücklich. Wenn ich dir die Jacke gebe, naja gut, die hätte halt... Alter, die hat viel zu viel Kontrast. Was ist hier? Die Motorradkampf... Ah, diese... Ah, dieses Pink. Ah, das tut dir in den Augen weh. Was hast du hier? Die Traumateam-Kampfweste, die war ganz gut, ne? Gut, die hat Platz für einen Mod. Die hat halt Platz für zwei Mods. Die Militärfliegerjacke. Das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, komm, wir nehmen die Flieger, wir nehmen die Fliegerjacke, oder? Mode geht es jetzt hier eher nur sekundär. Obwohl, es passt eigentlich sogar relativ gut zusammen. Wir sind halt dann komplett ein Kampfoutfit hier unterwegs. Aber es passt ja. Wir haben ja vorne eine ganze Menge zu kämpfen. Das geht dann schon. So, das heißt, im Prinzip, den Rest brauchen wir gar nicht mehr. Oder wir können ja kurz mal gucken, was gibt es denn hier noch? Kurzpulli. Verringerung von anhaltendem Schaden. Alter, warum kostet das so viel Geld? Was haben wir hier? Irgendwie so ein Bitch V13 Rock. Ja, toll. Nee, nicht wirklich. So ein Kurzpulli. Nee, auch nicht. Okay, das war der Klamottenladen. Ja gut, merken wir uns zumindest mal. Schauen wir mal. Hier muss es doch noch in der Nähe irgendeinen geben, oder? Jetzt doch mit Sicherheit noch einen Klamottenladen gehen. Hier, ja, okay. Wir klappern jetzt in der Folge noch die ganzen Klamottenläden ab und dann in der nächsten Folge können wir uns mal ums Waffen upgraden und so weiter kümmern. So, hier. Caliburn, komm bitte zu mir. Zu mir, mein Wagen! Auto, nicht wegfahren! Bleib hier! Ich brauch dich doch. So. Kamera wechseln, bitte. Danke. Auf geht's. 800 Meter. Das ist ja nicht weit weg. Ja, wir sind halt jetzt mit Level 50 doch mittlerweile ziemlich am Limit. Mehr geht ja gar nicht, glaube ich. 300 Meter. Sehr, sehr schön. Jo, noch kurz den Mast mitgenommen. Was? Was? Hier ist ein Fahrzeug? Oh. Nee, Alter. Nee, beim besten Willen nicht. Oh, jetzt passt es also besser, ha? Huh? Hola, ist das bien? Könnte eine neue Jacke brauchen. Kannst du was empfehlen? Mir doch egal. Such dir irgendwas aus. Mhm. Nett. So, mal kurz ein Schlückchen trinken hier. So, was ist denn nun wieder? Was haben wir hier? Eine Spunky Monkey Aramid Jacke. Es ist schade, dass man das nicht direkt anprobieren kann hier, oder? Was ist hier? Carbon Triangle. Poserjacke aus Graphitgewebe. Die Schutzweste aus Titangewebe. Alter, warum ist das alles so teuer? Was zum Teufel? Eine
Poserjacke sieht vielleicht ein bisschen besser aus, ja, aber gut, andererseits, sie hat auch zwei Slots. Das ist der Aramitmantel. Das Teil gefällt garantiert in den nächsten Monaten auseinander. Was ist das hier? Ein limitiertes weißes Hemd mit Schutzschicht. Was sind das für komische Sachen, die die da verkaufen? Ein Wollsakko. Oh, ein Rockermantel. Okay, ein Rockermantel ist selten. Oberkörper, äußere Schicht. Ja, ich jetzt direkt am Überlegen. Warte mal hier, klamottentechnisch, ja. Was haben wir denn hier so alles? Irgendeinen Scheiß hier. Den ganzen gewöhnlichen Mist, das kann ja alles weg. Ja, mit Grün und so, damit gebe ich mich nicht mehr ab. So, mit Grün und Weiß, das ist mir zu popelig. Klar, die haben teilweise bessere Werte, aber nee. Das machen wir alles weg. Ich will mich auch da mit diesem Crafting-System nur so viel beschäftigen, wie unbedingt nötig. Okay. Dann zeig mal her, was hast du jetzt noch? Filter, Klamotten, ja. Was hast du hier? Modische, ultraleichte Exosneaker. Ah, nee. Nee, die haben alle irgendwie... Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Die haben alle irgendwie nichts so recht Gescheites. Gut, hier gäbe es nochmal ein Waffengeschäft, aber nee, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich will Klamotten kaufen, ich will vernünftig Klamotten shoppen. Ich bin eine Frau, ich will Klamotten shoppen, ist das denn zu viel verlangt? So, nachdem wir alle Klischees jetzt abgefrühstückt haben, gibt's doch gar nicht. Hier muss doch noch irgendwo... Ah, hier gibt's Klamotten zu kaufen. Gut. Also, ab in die Karre. So, auf geht's. Wow, das wollte ich jetzt nicht. Verdammt! Man muss halt echt aufpassen, dass man mit der Kiste ja nicht total in Schleudern kommt. Eine schöne Karre. Immer wieder toll. 2 Kilometer, das ist mit dem Auto ja ein Klacks. Schön. Ein schönes Auto. Oh, ist das toll. Richtig flott unterwegs sind wir. 900 Meter, 800 Meter, ja, die Landschaft fliegt nur so an uns vorbei. So, was ist mit Dino? Dinovic schon wieder, jetzt hat er mir irgendeine Scheiße geschrieben. Moment, Entschuldigung. Jetzt hat mir der Dino Dinovic irgendwas geschrieben. Dino. Was hat Carrie jetzt noch geschrieben? Ich warte auf dich. Okay, Dino Dinovic. Fahrzeug. Oh, ein Quadra Avenger. Aha. Ein Überfall. Das interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich bin am Klamotten shoppen. Lasst mich in Ruhe. Lässt mich da mal einer rein? Hallo? Oh, Jinguchi. Das sieht sehr edel aus. Wollte schon immer mal wissen, wie es sich anfühlt, ein Vermögen für Klamotten auszugeben. Dann bist du am richtigen Ort. Willkommen bei Jinguchi, einer Oase des guten Geschmacks und der Perfektion. Schön. Was hast du hier? Aha, hier gäb's Pumps und den ganzen Klimbim. Verstehe. Was ist denn das? Es gibt hier sogar Waffen zu kaufen? LOL.
Okay. Interessant. Das würde aber zum Bleistiftkleid wiederum ganz gut passen. Ist das hier? Dreilagiger Rock. Eleganter Rock aus Aramidgewebe. Stoffhose. Was haben wir hier? Eine formelle Jumani-Jacke. Aus doppeltem Hybridstoff. Was haben wir hier? Ein kugelsicherer Harnisch. Eine Bikerjacke mit Schnallen. Was ist das hier? Eine Abendjacke. Oho. Wir könnten es natürlich auch total edel. Du, weißt du was? Die Pumps kaufe ich mal direkt. Die Pumps sind geil. Die Bikerjacke. Nee. Das wäre natürlich so eine, entweder so eine Abendjacke mit Mikroplatten oder sowas hier, so ein aus doppeltem Hybridstoff. Ich meine, wir haben so viel Kohle, warum soll man sie nicht für sowas ausgeben? Mhm. Ah, doch. Doch, das schauen wir dann mal. Wir lassen das jetzt aber erstmal so. Schauen wir gerade mal hier. So, naja, dann lass mal. Also der Helm, das passt ja schon mal gar nicht. Oder? Ach komm, wir lassen das erstmal so. Okay, hier gibt's erstmal gar nichts. Okay, verstehe. Warte mal. Das wäre dann hier, oder? Der Netrunner-Anzug tatsächlich nicht. Interessant. Ich habe doch nicht etwa das Bleistiftkleid vorhin verkauft, oder? Ah, doch, das ist hier oben, oder? Das Bleistiftkleid, ja. Genau, was haben wir hier sonst noch gekauft? Genau, das ist das hier. Was war jetzt das andere, was ich da gekauft hatte? Lady in White, nee, LED-Puffer. Ah, nee, ich habe ja nur die High Heels gekauft. Alter, mit diesen Schuhen. Junge, hier. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Ja, damit kann man rumlaufen. ich habe einfach immer noch die taktische Hose an. Das ist ja richtig lustig. Ja, bloß der Helm, der will nicht so recht passen. Ich sehe diesen Hut. Mit Gasmaske. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Was haben wir hier noch? Okay, nee, das ist das Beste tatsächlich. Okay. Fürs Gesicht ist halt die Frage, haben wir da sonst irgendwas? Ja, diese Brille, ich weiß nicht. Ich finde halt das, ich finde das so geil mit dieser titanverstärkten Gasmaske. Was haben wir hier? Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen, wie sehe ich denn da aus? Was ist das hier? So ein Netrunner-Set, okay. Das ist hier... das sieht aus wie einer von den... Weiß ich, einer von den Sandleuten oder so. Wenn dann schon so eine Gasmaske. Das hat dann auch so einen psychologischen Effekt. Aber irgendwie die Haare dazu gefallen mir nicht. Vielleicht lasse ich tatsächlich auch... Was ist, wenn ich das weglasse? Ja, das macht doch was her, oder nicht? Bis auf das Gesicht halt. Ich weiß nicht, was ich mit dem Gesicht machen soll. Ach Mann. Ich meine, der Rest kann ja so bleiben. Das ist ja wunderbar. Aber... ich weiß noch nicht so ganz. Zeig mal, was habt ihr... Was ist das hier eigentlich? Das ist einfach nur eine modische Maschinenpistole, oder was? Tatsache. Ja, fürs Gesicht habt ihr leider nichts, oder? Also doch, ihr habt hier so eine Tech-Brille. Tech-Brille und so ein Headset. Nee. Nee, nicht wirklich. Nicht so, dass wir das jetzt gerade dringend bräuchten. Beziehungsweise, warte mal, ihr habt nicht zufällig Mods oder sowas, oder? Nee, natürlich nicht. War ja wieder klar. Okay. Das war also das sauteure Klamottengeschäft hier in der Innenstadt. Jetzt hier ist nochmal eins. Da gehen wir gleich hin. Müssen ja sowieso zu Hanako ins Embers. Gehen wir gleich hier in die Nähe. Wie viele Meter sind das? 450? Komm, das kann man rennen. Aber, ey, also, es ist nicht schlecht.
Mit der Gasmaske, Alter. Ja, wir bräuchten noch was für einen Kopf, was dazu passt. Und irgendwie die... Weil ich mag eigentlich unsere Haare. Aber ja, ich meine, so eine Kopfpanzerung ist natürlich für unseren Jobber jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Alter, Vater. Ich muss einfach sagen, ich liebe unsere Sprunggelenke. Diese Doppelsprunggelenke sind so geil. Ganz ehrlich, die Luchspfoten kommen da nicht im Ansatz ran. So, 100 Meter. Da sind wir doch gleich. Ach so, wir müssen da natürlich runtergehen. Ja, natürlich. Da. Kann ich dir helfen? Hallöchen. Ja? Will ein paar Eddies loswerden. Bin ich hier richtig? Wenn du weißt, was Haute Couture ist, dann schon. Oho, der feine Herr hier, Haute Couture. Oh, was haben wir hier? Schwarze Limette, Kleid aus Aramidstoff. Geil, oh, geil, 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 geil. Alter, wird sofort gekauft. Oh, das ist ja totschick. Oh, was haben wir hier? Eine geklebte, eckige Brille. Okay. Reisfeste Murasaki, Yukata. Oh, ein Yukata! Ah, es ist so, weil es japanisch ist, ne? Es ist hier Abendpumps mit Schutzeinlagen. Okay. Okay, aber... Oh, ein Bustier haben wir hier. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal ins Inventar. Hm? Ja, komm. Lass das Kleid kannst du weglassen. Kriegst mal ein gescheites. Ja. Oho. Das macht doch was her. Auch sehr hübsch. Limette. Mhm. Das, ja, doch. Wie gesagt, nur fürs Gesicht brauchen wir noch was. Und vielleicht noch für den Kopf. Das wäre jetzt noch so ein Ding. Haben die was für den Kopf? Ja, die haben halt nur so eine blöde Klebebrille. Ich will keine Brille, also, oder nicht so eine Brille, das sieht doch kacke aus. Yukata ist natürlich auch mal was anderes, aber das wäre jetzt mehr so japanisches Ding. Formelle Pumps mit gepolsterten Kompositeinlagen, ja, nee, danke. Okay, das sind also, das war jetzt also wieder mal der Laden für die Superreichen. Hey, hier. Ja. Du weißt ja, wo ich bin. Ja, ist gut. Lass uns diesmal ein wenig geduldiger sein, okay? Ruhe. Okay, das ist hier der Laden für die Superreichen. Das ist sehr, sehr schön. Man kauft ja auch mal gerne ein, wie ein Superreicher. Hier wäre noch was. Kleidung. Ja, ich weiß, der Part neigt sich dem Ende zu. Ich sehe es am Timer. Aber ich habe jetzt einfach trotzdem irgendwie Lust darauf gehabt. Und sobald wir mit den Klamotten fertig sind, kümmern wir uns um die Waffen in der nächsten Folge. Dass alles so ist, wie es sein soll. Und dann machen wir bestmöglich ausgestattet, modischst gekleidet, machen wir dann die ganzen Enden, die uns das Spiel zur Verfügung stellt. Dann haben wir das Spiel wirklich, also abgesehen von diesen nervigen Straßenrennen, wie gesagt, die ich euch nur mal kurz da vorstellen wollte, haben wir wirklich alles ausgekostet eigentlich, was das Spiel zu bieten hat. Also, Postgame in dem Sinne gibt es ja nicht, wirklich. Deswegen machen wir das dann. So. Ein Kilometer. Ja. Yeah. Nehmen wir mal die Pimpkarre. Wir wollen uns ja mal fühlen wie ein richtiger Bonze. Alter Falter, das ist echt eine Pimpkarre. Junge. Ab dafür. Alter, wie wir aussehen in dem Auto, ne? Wirklich. Also, die Leute müssen sich doch echt fragen, womit hat die so viel Geld verdient? Könnte auch eine Konzernnutte sein, wenn wir ehrlich sind. Geh auf Zeiten. Und du auch. So. Also wirklich, wir haben echt so ein bisschen was von so einer Konzernnutte. Ah, gut, aber komm. Dafür haben wir eine Frau gespielt, dass wir die auch entsprechend anziehen können. Weil bei Kerlen sieht sowas halt scheiße aus. Wissen wir ja. Gut, obwohl in der heutigen Zeit ist ja eh alles...
Alles ist verhandelbar. Wenn man... Wow, wow, wow. Wenn man fragt, was ist eine Frau, geraten ja diverse Leute schon in Schwitzen. Um Gottes Willen. Wissen wir gar nicht mehr. Können wir gar nicht mehr definieren. So. Also. Ja, erstmal auf die Gegenspur, weil wir sind sehr schlau. Ach. Aber eine geile Karre, muss man sagen. Habe ich mir sehr gerne erprügelt. Das hat echt Spaß gemacht. Ich hätte das nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Mit meinen... mit meinen bescheidenen Konstitutionsfähigkeiten. Aua. So. Ich würde gerne diese Tiefgarage einpacken. Darf ich? Hallo. Ja, ich zähle das mal als erfolgreich eingeparkt. Okay, ich bin eine Frau, ich darf das. So. Noch einen sexistischen Witz gemacht. Jawohl. Habe ich die Quote für heute auch noch erfüllt. Fürs Ende des Parts. So. Apropos Quoten, nee, das ist jetzt ein blöder Vergleich. So. Ha! Wunderbar! Das sieht doch sehr, sehr elegant aus hier. Darf ich? Mein Gott, wie bist du denn angezogen? Ja, übrigens bei Cyberpunk, die kleinen Kinder, das sind Erwachsenenmodelle, die geschrumpft wurden, um Zeit und Geld zu sparen. Hallo auch. Was ist das hier? Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Was gibt's hier so? Alles, was du begehrst. Warum sagt sie das so mit einer Stimme, als würde sie mir gerade ein eindeutiges Angebot machen? Also, Crystal Lily Pumps mit extra stabilen Sohlen. Verringert den Fallschaden um 20%. Das ist beides sehr geil. Also, Büropumps. Das ist halt so profan, ne? Das hier? Ah, das sind auch die... Ah, nee, das sind formelle Pumps mit gepolsterten Kompositeinlagen. Ach, weißt du was, kommen wir neben die hier. Verringert den Fallschaden um 20%, ist auch eigentlich relativ fett. Klar, das andere wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber insofern, als dass halt das Bewegungstempo... Aber wir sind eh schnell, also das ist jetzt kein Problem. Fallschaden verringern kann uns manchmal echt den Arsch retten. Was habt ihr hier sonst? So einen reißfesten Yukata. Nee, wir haben ja uns ja gerade ein schönes Kleid gekauft. Ich wollte ja eigentlich was wegen dem Gesicht gucken, ne? Und wegen am Kopf. Gepolsterter Duo-Layer-Hijab. Ich will keinen Hijab. Ich will was Gescheites zum Anziehen haben. Hier, das ist alles... Nee, was haben wir hier? Eine modische, eckige Sasan-Lilly-Brille. Stoßfeste, taktische Brille. Verringert den Schaden durch Explosionen. Um 11%. Auch nicht uninteressant. Was ist das? Eine Aramid-Brustplatte aus Kampfgewebe. Einfach nur, weil mich das jetzt mal interessiert, wie das aussieht, würde ich das kaufen. Okay, das ist das Bleistiftkleid, das kennen wir schon. Ja gut, ansonsten, ja, wir haben hier eine tolle Brille mit UV-Filter. Ja, nee. Ja, für den Kopf habt ihr leider nichts Gescheites. Habt ihr so eine Pilotenbrille, ja toll. Nee, leider nichts wirklich Vernünftiges. 16.000, Alter. Langsam geht die Kohle da doch dahin, ne? Aber jetzt lass uns mal kurz gucken. Statt diesem Kleid. Ich wollte nur mal wissen, wie das aussieht. Diese Brustplatte. Ah, nee, nicht wirklich. Klar, macht durchaus auch was her, aber nee, da sind wir tatsächlich mit dem Limettenkleid deutlich besser bedient. Und ja, deswegen. So, was war hier mit den Pumps? Genau, wie sehen die anderen Pumps aus? Die hier, nämlich. Ach ja, doch, die sehen halt ein bisschen weniger businessmäßig, also weniger so förmlich aus, sondern etwas mehr. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, für den Kopf haben wir nichts Neues. So ein Helm. Aber mit einem taktischen Helm rumlaufen. Ja. Ganz ehrlich, wenn wir die Maske mal... Ganz ehrlich, wenn wir die Maske wegmachen, wir sehen doch eigentlich auch so ganz ordentlich aus. Gut, wir sind jetzt wieder bei 50 Minuten. Aha. Jetzt nur mal kurz zum Schauen.
Gäbe es hier noch irgendwo Klamotten? Klamottenläden. Da gibt es noch einen. Okay. Dann schauen wir nochmal kurz. Beziehungsweise, wisst ihr was? Wir müssen das ja jetzt eigentlich nicht alles onscreen machen. Ich mache das offscreen. Wir speichern das Ganze. Und ich besorge offscreen die Klamotten, von denen ich jetzt meine, dass sie für uns passen. Und am Schluss seht ihr ja dann eh, wie es aussieht. Und wir gehen dann hin und dann kümmern wir uns um die ganzen Waffen-Upgrades und so weiter. Das machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Servus und ciao.